Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen und dazu habe ich hier auf dem Worry ein bisschen was gesammelt. Ich habe hier noch diese Buggy-Kisten vom letzten Mal rumliegen. Wir werden jetzt mal gucken, ob da vielleicht die eine oder andere öffnen oder ob wir die öffnen können. Ich glaube es nicht, zwei habe ich schon getestet. Die scheinen weiterhin leider ein bisschen kaputt zu sein. Was haben wir hier rumliegen? Wir haben insgesamt 22 Kisten im Inventar. Die da unten sind, glaube ich, die Buggy-Kisten. Heißt, 15 müssten wir hier haben und dann habe ich auf einem anderen Char noch ein paar am Start. Gut. Was brauche ich noch? Ich brauche einmal noch die Beine, also die Hose und die Schultern. Und dann habe ich auf dem Hexer noch ein paar und da brauchen wir ja tatsächlich nur noch die Handgelenke. Und vielleicht haben wir ja Glück und kriegen das ein oder andere hier abgeschlossen. Fangen wir mal vorne an. Erste Kiste beim Worry. Ah, die Hosen, das fängt schon mal gut an. Sehr schön. Jetzt darf mich das Glück nur nicht verlassen. Die Schultern wären noch gut. Hände? Handgelenke? Eine Brust? Okay. Jetzt so die Schultern, wie wär's? Waffe, kann man machen. Hose. Nochmal eine Waffe. Verlass mich jetzt nicht, Glück. Ah, da sind die Schultern. Here we go. So, okay. Heißt, das haben wir fertig. Dann können wir die anderen jetzt einfach so aufmachen. Worry ist damit raus. Sehr schön. Hier ein paar Waffen. Hände, Waffe, Ring. Nochmal eine Waffe. Und nochmal Hände. Und jetzt gucken wir mal die unteren Kisten. Ihr seht's, sie sind verbuggt, also da machen wir leider nichts. Übrigens, das ist halt hier auf meinem x-ten WoW-Account, den ich mir jetzt erstellt habe fürs Questen, deswegen... Ich kann die nicht mal wegschmeißen, die Dinger? Ernsthaft? Ja gut. Wie werde ich die jetzt los? Ich dachte, ich kann die halt wenigstens wegschmeißen, aber die sind ja komplett am Sack, die Kisten. Ja gut. Okay, da muss ich mir dann noch was überlegen. Effektiv haben wir jetzt geöffnet 15 Kisten und dann schauen wir jetzt mal hier noch zum Hexenmeister, da brauche ich ja nur noch ein einziges Item, wenn wir jetzt hier drüber fahren, seht ihr, da ist es quasi nur noch die Handgelenke und dann würde ich sagen, öffnen wir noch ein paar Kisten und hoffen, dass wir es rauskriegen. Erstes Ding haben wir einen Stab, das war schon mal nix, zweites ist eine Hose, das ist ein Stab. Ah, here we go, da sind die Handgelenke. Diesmal hatte ich Luck. Dann sind wir mit dem Hexer auch fertig. Jetzt kann ich die anderen Kisten noch aufmachen, die sind ja vollkommen wurscht jetzt tatsächlich. Weil da werden wir jetzt eh keine mehr brauchen. Ah, zumindest noch ein bisschen Glück. So, das können wir alles verticken. Wunderbar. Und dann gucken wir jetzt nochmal kurz zum Worry zurück. Der hat nämlich die Liste und ihr seht, damit sind jetzt Hexenmeister und Worry auch raus. Dementsprechend habe ich jetzt nur noch 5 verschiedene Klassen, die ich brauche. Beim Hunter sind es noch 2 Items, beim Demon Hunter sind es noch 4 und bei den anderen da sind es noch fast alle. Ne? Todesritter sind es noch alle 11, Schurke sind es auch noch hier 9 Items und beim Shami sind es nur 8, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Genau, also so langsam wird es hier tatsächlich. Jetzt muss ich halt nochmal gucken, dass ich vielleicht den Hunter fertig bekomme und den Demon Hunter. Und dann kann ich mit Todesritter Schamane Schurke loslegen mit der Combo und die restlichen Items holen. Gut, damit sind wir durch. War doch diesmal eine erfolgreiche Geschichte. Ich verabschiede mich an der Stelle und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Chilla, bis dahin, ciao.